Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht, und zwar aus dem Hause Mattel zu ihrer Masters of the Universe Origins Toyline, und zwar King Randor. Ja, schauen wir uns die Figur mal ein bisschen genauer an. Hier oben haben wir das Masters of the Universe Logo, das 40 Jahre Hologramm. Darunter steht King Randor, natürlich keine Untertitel, das heißt europäische Version. Und hier haben wir den König auch schon in seinem klassischen Design, in seiner Origins-Interpretation. Auf der Rückseite sehen wir auch wieder mal ein sehr schönes Artwork, das auf den 2000X-Cartoon basiert, wo König Randor quasi den neuen Rat Eternias ja bilden möchte. Wir sehen hier auch eine Menge Figuren. Wir sehen hier einmal eine Palastwache. Daneben sehen wir King Schubler. Hier hinten sehen wir die Königin der Andreniden. Hier haben wir Stratos, den Herrn von Avian. Daneben würde ich jetzt mal, entweder es ist Bassoff oder es ist einfach so ein, aber ich glaube mal eher, das ist Bassoff. Den kann ich nicht zuordnen gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und hier hätten wir Lord Daktus. Ja. Des Weiteren sehen wir hier in den Actionbildern, dass man ihm den Speer in die Hand geben kann und dass man ihn posen kann. Des Weiteren werden die in dieser Wave erschienenen Figuren noch beworben. Digitino, Trapshow und Whiplash. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir den guten König von Eternia mal aus und schauen uns mal an, was der uns so alles mitbringt. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt, den King Randor. Ja, er sieht auf jeden Fall schön nach dem klassischen Design aus. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Ja, das Gesicht ist soweit gut gemacht worden. Ich finde es ein bisschen, als hätte er ein bisschen zu viel Botox hier in der Wange bekommen. Aber ist okay. Muss man dann... Es ist ja dem Original auch schon ziemlich nah. Ansonsten sehr schön gestaltet. Auch die Rüstung finde ich sehr schön. Etwas unsauber bemalt hier vorne. Aber die Goldfarbe finde ich richtig gut hier drauf. Also, wie gesagt, die Figur ist schon stimmig. Hier der Umhang. Komme ich direkt, wenn ich ihn schon hier habe, direkt zu den Negativen. Der Umhang ist halt aus weichen Plastik. So gut ist in Ordnung. Aber wir sehen hier schon, wie er so eingeknickt war. Und das ist hier dieser Verpackung geschuldet, weil hier drin ist er eingeklemmt. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich eigentlich diese Plastikumhänge gar nicht mag. Weil die gehen da immer definitiv auch in Mitleidenschaft. Ja, wir wissen auch, Stoffumhänge gehen in Mitleidenschaft, aber ja. Naja. Also wie gesagt, ich bin kein großer Freund von diesen ganzen Plastikumhängen. Selbst wenn ich ihn irgendwo hinsetzen wollte, würde das ja mit dem Umhang ja gar nicht richtig funktionieren. Aber auch da scheiden sich die Geister. Das ist auch nur meine Meinung. Des Weiteren bin ich auch von diesen, finde ich auch, dass die Plastikumhänge dem einfach zu viel Gewicht nach hinten verlagern, was es dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger macht, ihn auszutarieren. So, jetzt habe ich über das gelästert, was ich nicht mag. Schauen wir mal an, wie groß der König hier ist. Er ist etwas über 15 cm groß. Das macht schon alleine das Krönchen. Beim genaueren Betrachten der Bewegungspunkte. Der Kopf ist trotz frei beweglich. Die Arme gehen schön nach außen, nach vorne, nach hinten. Ellbogengelenk zum Drehen und zum Kippen. Handgelenk zum Drehen und zum Kippen. Wir haben das Hüftgelenk. Die Beine gehen nach außen. Und nicht wieder zurück. Hallo? Aha. Okay. Jetzt war ich etwas irritiert, warum das jetzt so war. Knie zum Drehen und zum Kippen, Stiefelgelenk, Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Jetzt war ich doch kurz etwas irritiert. Kommen wir zu dem Zubehör. Neben dem Umhang kommt er mit seinem obligatorischen goldenen Speer.
Das ist das, was ich meine mit dem, mit dem Umhang. Mit dem goldenen Speer, den wir auch schon bei Whiplash gesehen haben. Und auch beim Castle Grayskull Set. Ja, ist nichts Besonderes. Ist halt nur in diesen Goldton gegossen. Und das, wie gesagt, das ist das, was ich nicht wirklich mag. Das Austarieren von den Figuren ist manchmal schon so schwer genug und dann auch noch dieser schwere Umhang, der die Figur nach hinten zieht. Naja, des Weiteren kommt er halt mit seinem Mini-Comic. Auch hier Europa üblich, keine Sprechblasen. Wie immer werden die Figuren beworben, die in dieser Wave erschienen sind. Und hier natürlich den obligatorischen Bikepack-Zettel, welche Teile man auseinandernehmen kann. Kopf, Arme, Hände, Torso, Stiefel. Ja, es ist eine Mix-and-Match-Figur. Und wie immer kriegt man halt diesen Bikepack-Zettel, anstatt dass dieses ja wichtiges Spielfeature auf der Verpackung zu ja, bewerben. Damit sind wir quasi auch mit dem Guten hier auch schon durch. Deswegen würde ich jetzt einmal einen Vergleich machen. Und zwar haben wir hier einmal den Rendor im Vintage-Stil. Auch der ist jetzt, ne, also auch diese Stoffunhänge, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Sehen manchmal nicht mal gut aus. Und er hat irgendwie heute keine Lust, seinen Mann zu stehen. Warum auch immer. Na, bleib stehen. Bleib stehen. Stehen bleiben. Story. Story. Ja, also wie gesagt. Wird der mich ärgern? Egal. So, packen wir es jetzt so. Wir sehen auf jeden Fall hier die Origins-Version, die auch. Boah. Ihr müsst mal ein bisschen mehr Wein trinken hier. Das kann auch nicht sein bei euch, dass das hier nicht funktioniert. Naja, egal. Hier halte ich ihn eben fest. Sehr professionell gelöst. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Farben wie bei den Origins typisch halt richtig ja, knallig sind. Im Gegensatz zu den Vintage-Figuren. So. Und da der hier sowieso nicht Bock hat, hier großartig so abzuhängen, nehmen wir noch ein anderes Vergleichs. Und zwar den aus der Classics Toyline. Ja. Und da sieht man natürlich den großen Detailgrad. Aber wie gesagt, das ist halt die gleiche Figur in dem Sinne. Ja. Und dann würde ich fast sagen, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann liked es, teilt es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.